Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play WoW BFA. Wir leveln mit Birbine im schönen Nazmir hier mit roten Monden und leuchtenden Monden. Und die hatte eine Menge Mondfragen auch. Warum ist der rot? Warum sind in der Schermwelt zwei? Warum ist der auf einmal dann an der Dunkelküste so hell? Und ja, so viele Monde, oder? So viele unterschiedliche Skyboxen, Freunde. Ich raste völlig aus. Die Seelenausmerzung. Das soll der reichen Mann. Ihre Seele ist die perfekte Opfergabe. Aber bevor wir zum Tempel gehen, wäre da noch eine Sache zu erledigen. Schauen wir mal. Spirituelle Wiederherstellung ist ein bisschen leer hier, ne? Wir haben Geisterkinder und ansonsten eine Menge lustige, leuchtende Punkte. Super. Das hier war ein samtiger weiter Ort, aber jetzt ist es nur noch eine Ruine. Selbst die Geister konnten der Verdränglichkeit, Vergänglichkeit ist das Wort. Danke für nichts. Nicht entkommen und haben wir nur ihre ausgelaugten Hüllen zurückgelassen. Wir werden sie wieder auferstehen lassen. Hier, ich habe ihre Seelen in diesem Glücksbringer gesammelt. Wendet ihn auf die ausgelaugten Geister an, damit wir den Ort wieder zu dem machen, was er mal war. Einfach mit Geistern, ne, und komischen Rüsselkäfern. Rüsselkäfer der Nazmir. Das ist aber auch, oder, von Sumpfi in der Größe mal gebissen werden, liebe Leute. Oh, und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Wir machen den Ort zu dem, was er mal war, ganz einfach, denn Flugmeister steht schon, das ist nett, mit auch spektralem Geistertierchen. Wir machen den einfach wie neu, ja, indem wir einfach die Geister hinstellen wieder. So, guck mal, du bist zwar tot, aber was soll's, oder? Wonsam, die segne euch so, den guten Verkäufer. Wen haben wir hier noch? Wir gucken mal, was haben wir noch in unserem Amulett? Wir haben noch einen Stallmeister, schön, kein Ding. Wir als Fremdling helfen gern und sicherlich den Gastwirt, ne, den hatten wir bis jetzt ja auch noch nicht. Meine Güte, haben uns letztes Mal hier im Gasthaus ausgelockt, ohne Gastwirt, Freunde. Das muss man sich mal vorstellen. Ihr macht euch keine Begriffe. Ich bin wieder am Leben. Ja gut, ist ja dehnbarer Begriff, ne? Dieses Leben, Freunde. Hatten wir ja in Time Walk and Talk ähnlich die Frage mit diesem Wiederbeleben. Schüsch, ja, ist manchmal gar nicht so leicht, wie man es gerne hätte, Herrn Sabo. Die Geister wachen wieder über zur Ball. Und jetzt zu unserer Abmachung. Gewartet. Da kommt was auf uns zu. Oh mein Gott, es kommt direkt auf uns zu. Wer seid denn ihr, Fremdling? Kein Bluttroll, sonst hätten die Geister kurzen Prozess mit euch gemacht. Hey, ich störe ja nur ungern, Mann, aber ich habe eine dringende Bitte. Yo, an mich. Geil, diesen Streitkolben, den er hat mit diesem Trollkopf und diesen mega seltsam editierten Perlen, gebt euch das mal. Sieht aus wie aus so einem, weiß ich nicht. Was ist das? Digga, was ist das? Früher meine Cousine hatte so Bastelsets, bevor so diese Scooby-Doo-Bänder und so losging, ne, die man so ineinander verknotet hat. So sieht das aus, wie so ein Polly Pocket Barbie Bastelset, wo man so Perlenketteln basteln konnte. Ganz traurige Grafik, aber genauso existiert dieser Streitkolben hier. Schön, oder? Ist doch schön. Letztes Mal hatten wir hier auch den Bug, dass die sogar noch eine körperliche Version hatten, ne? Da sind doch die Geister rumgelaufen mit der Maske hier. Oh, Freunde, der letzte Part war ganz seltsam, Hans-Sabu. Abgemacht ist abgemacht und ich bleib nichts schuldig. Wonsam, ist ein mächtiger Loa und um seine Aufmerksamkeit zu kriegen, braucht ihr ein mächtiges Ritual. Ihr habt aber Glück, ich weiß schon genau, was wir machen müssen. Wonsamdis Tempel, die Nekropole, ist direkt nördlich von hier. Trefft mich im Innenhof, dann schauen wir, dass wir euch eine Audienz beim Loa des Todes besorgen. Ich gehe vor, das Ritual vorbereiten. Trefft mich dort. Wenn ihr fertig seid. Gerne, kein Ding, oder? Ein Ritual für den Loa des Todes, Freunde. Was soll passieren, oder? Boom! So, das war's. Reicht schon, oder? Wir können doch einfach reingehen, weil was will er machen? Haha. Ja. Einer unserer Speer, Yoshunga, hat den Auftrag, die Blutrolle zu infiltrieren, aber wir haben länger nichts mehr von ihm gehört. Ich möchte, dass ihr Yoshunga findet, damit wir erfahren, was er über die Blutrolle herausgefunden hat. Wenn ihr ihn finden wollt, müsst ihr euch als eine der Blutrollfrauen verkleiden und da reinschleichen. Sie genießen die größte Bewegungsfreiheit bei ihnen. Ja, Frauen an der Spitze, liebe Leute. Ich kenne ein Ritual, mit dem ihr euch verwandeln könnt. Helft mir, das Ritual durchzuführen, damit ich euch als Blutroll tarnen kann. Da gibt es eine Organisation hier mit Frauen an der Spitze und was ist, sie geht den Bach runter, betet alte Götter an und macht alles nur mit Blutmagie, weißt du? Ah, oder WoW, es ist wieder alles nur frauenfeindlich, weißt du? Es ist das ganze Spiel, ist schon wieder nur frauenfeindlich. So, Freunde, Schädel, zack, erzählst du was dazu? Nee, ne, wir hauen ja einfach Blutrollschädel hin, jawohl. Warum nicht drei verschiedene, oder? Aber drei verschiedene der gleichen Größe, das ist das Mysteriöse bei diesem Ritual. Und jetzt können wir, auch egal wo wir stehen, ich glaube, wir können auch einfach mit heldenhaften Sprung jetzt mal woanders hingehen. Ich bin bereit für das Ritual, Diggi. So, pass auf. Mal gucken. Ich warn euch mal, wird ein bisschen wehtun. Naja, vielleicht ein bisschen mehr. Üff, eigentlich hätte ich mal wegfliegen müssen, ne? Trollfrauen befehlen die Kriegsmeuten. Also müsst ihr wie eine aussehen. Lasst mich mal machen. Das kriege ich hin. So, Hund. Hab euch den Geist von einem Bluttroll verpasst. Schön. Die Magie wird euch verwandeln, wenn ihr näher an ihr Dorf rangeht.
Naja, haben wir doch einen soliden Plan hier. Das wurde alles abgeschlossen. Ihr seid bereit. Heimlich nach Salamar. Ihr denkt jetzt bestimmt, dass sich doch gar nichts verändert hat. Aber vertraut darauf, dass meine Voodoo-Zauber gewirkt haben, glaube ich. Sobald ihr euch... Geil. Sobald ihr euch Salamar nähert, verwandelt ihr euch in einen Blutroll. Yoshunga werdet ihr dort finden, wo sich viele Blutrolle versammelt haben. Findet Yoshunga und sagt ihm, dass ich euch geschickt habe. Er wird euch dann erzählen, wie die Situation vor Ort ist. Was? In der Nähe von ihrem Lager werdet ihr in eine von denen verwandelt. Aber passt auf, die Tarnung ist nicht perfekt. Ja, wie immer, ne? Danke für nichts. Vor allem auch sehr schön. Auch sehr, sehr schön. Oh, die Schulternanimation zum einen. Zum anderen, dass sie einfach kein Codewort oder kein, weiß ich nicht, kein Tag vereinbart haben, wo er zurückkommt. So, ja, du gehst die Blutrolle ausspähen. Jo, bisschen, ne? Bis denn dann, coolen Day noch. Und dann, ja, wie lang und wann soll ich zurückkommen? Ja, das sind Details. Ja, das sind Details, das muss man nicht vereinbaren. Das ist genauso, wie wenn du zum Chef gehst und sagst, Chef, hab Urlaub, ne? Auf Wiedersehen. Und der sagt nicht, wann du zurückkommen kannst. Ne? Kannst du bezahlt für immer zu Hause bleiben? Macht nur keiner. Ne? Die fleißige deutsche Arbeitsbiene, Freunde, oder die armen Kollegen, die dann alleine arbeiten müssen, oder die euch sofort ins Messer laufen lassen würden für irgendeinen Vorteil ihrerseits. Aber nein, die armen Kollegen. Die armen Kollegen, wenn ich das immer höre, oder? Oh, wenn ich jetzt krank mache in der Hauptstoßzeit, ne? Oh, die armen Kollegen, wo ich denke, ja, die armen Kollegen, oder? Wie sie drauf lauern müssen, einen selber runterzutreten, um selber weiter oben zu sein, oder? Aber man denkt sich selber, die armen Kollegen, ja. Arbeit ist etwas Soziales, oder? Sozial ist, was Arbeit schafft, Freund. Geil. So, wir wollen zu Von Samdi. Wir wollen zum guten alten Von Samdi. Das ist wenigstens Todesloa, da weißt du, worauf dich einlässt, oder? Da brauchst du auch keinen Krankenschein, da bist du schon tot. So, da wird die ganze Zeit geböllert, Junge, der ewige Dream. Einfach schön. Und die Opfer sind bereit. Jetzt noch den Zirkel malen. Und das, ne? Dieses Feature lieben die. Erinnert euch an diese verdammte Akademie in Asuna, ne? Wo wir das dailymäßig den ganzen Tag machen durften. Alter, was war das gerade? Das T hat sich mal kurz in zwei andere Wörter gemogelt. Ich raste aus. Und jetzt dürfen wir es hier auch, ne? Wir sind bereit anzufangen. Das Ritual, Tribut für den Tod. Wir haben alles für das Ritual zusammen, es ist Zeit anzufangen. Damit das klappt, muss ich die alten Worte singen. Das ist eine erschöpfende Aufgabe. Also müsst ihr für mich den Mojo-Fetisch nehmen und den Ritualkreis zeichnen und dann die Trommeln schlagen. Wenn das alles klappt, wird Von Samdi uns in den Tempel einladen. Wenn nicht, sind unsere Seelen verloren. Sparen wir uns also die Fehler. Ja. Besser ist das. Okay, er singt jetzt. Lasst die Vision eure Schritte lenken. Bis sie den magischen Kreis bilden. Vorsichtig, Von Samdi wird verärgert sein, wenn das Ritual schlampig durchgeführt wird. Oha, schlampig. Gut, dass wir kein Schlampenpanda sind, sondern ein Krieger, ne? Alles wieder richtig gemacht. So, wir zeichnen diese Rune mit unseren bloß... Oh. Sehr gut. Ja. Jetzt schlag die Trommel. War zwar nur der halbe Kreis, aber es, ne, geht immer noch schlampiger, Freunde. Oder wir müssen ja nur einen Vergleichspunkt finden, der niedrig genug ist. Dann ist das alles 1A. So, wir schlagen die Trommel, bam, Junge, mit unseren Rasseln. Hey. Großer Von Samdi, diese Opfer erwarten euch. Ja. Geiler Gesang. Ziemlich rhythmisch. Die Stimme kenne ich doch. Und Geschenke? Sehr schön. Kommt rein. Ah, der Weihnachtsloa, oder? So schön, Mann. So schön, Mann. Aber Freunde, eben wieder ein bisschen Rage. Ich war letztens wieder auch mit Muttern gesprochen. Und ist auch so, ne? Ich kann euch nicht krank machen, die armen Kollegen. Ja, und es sind schon so viele krank auf Arbeit, wo ich so denke, ja, scheiß auf die. Scheiß doch auf die. Das sind doch die Ersten, die sich, weiß ich nicht, die schlecht über dich reden, um sich besser zu machen. Und ach, Mann, wo kommt das denn her, dass man auf Arbeit irgendwie Freundschaften sucht oder so, Alter? Das ist Krieg, da denkt jeder nur an seinen eigenen Arsch, Mann. Das macht mich immer richtig, richtig traurig teilweise. Von Samdi. Sie an, hallo, Hansabu. Wollt ihr eure Schulden begleichen? Na? Großer Von Samdi, ich bringe euch mehr Seelen. Wie vereinbart. Schön. Ich hab noch so einen Fremdling hier mitgebracht. Er will mit euch sprechen, mächtiger Loa. Hallo. Oh, Ruhe, ne, die ganze Zeit so, yo, happy Seelen und dann so hier der Fremdling, Grillenzirpen. Da oben hängt, by the way, der gute Salazar, ne, den kennen wir natürlich auch.
Der zappelt. Der wird richtig schön abzappeln gelassen. Das ist auch der mit diesem Elixier und diesen Untoten da im Schlingdorntal und so im Gemache. Und wir wissen, Bonsamdi kann eins gar nicht leiden. Nämlich, wenn man ihm seine Seelen denied. Ja, wenn man dafür sorgt, dass die toten Trollseelen nicht bei ihm ankommen. Insofern alles, was er wiederbelebt und ihn das entzieht, ne? Das ist erstmal reines, freches Hingewichse. Und darum bist du dann auch ein bisschen sehr gepunished, wenn du dann letztendlich doch bei ihm landest. Ne? Und das tust du. Das ist sicher. War mutig, von euch herzukommen. Doch mit Mut allein werdet ihr Bonsamdis Gunst nicht gewinnen. Ja, mit Geschenken haben wir schon gelernt. Ne? Überreste der Verdammten. Seit die Geister diesen Gahun anrufen, ist mein Tempel mit der Unerträglichkeit der Verderbnis der Untoten überzogen. Verderbnis der Untoten. Er sieht sich selbst gar nicht so. Ne? Der Untod ist für ihn Verderbnis. Die Untoten sind zwar Monstrositäten, aber die Blutsteine, die sie erzeugen, sind richtig mächtig und können für Bonsamdi noch nützlich werden. Wenn ihr mir die wenn ihr mir zeigen wollt, kleiner Todesloral-Spasmen-Kurs hier, wie es so um eure Inbrunst bestellt ist, dann säubert mein Tempel von diesem Dreck und bringt mir ihre Blutsteine. Machen wir. Wir haben der entweihte Tempel. Die Geister der Gläubigen strömen in meinen Tempel. Ihr seht sie doch da draußen, oder? Ja, sehe ich. Alter, ich bin wieder. Ich bin hier schon wieder auf Zuckerschock, weißt du? Sie kommen, um die andere Seite zu betreten und sich meinem Reich anzuschließen. Aber es dringen auch Geister in die Tempelanlage ein, die Bonsamdi den Rücken gekehrt haben. Sie huldigen Gahun und verbreiten ihre Blutmagie über die Nekropole. Das muss jetzt aufhören. Geht da raus und entfernt diese Entweihung, die meinen Tempel beschmutzt. Also auch Geister mit einem etwas anderen freien Willen. Oder, na gut, wenn man der Verderbnis Gahuns anheimgefallen ist, ist der Geist vermutlich auch nicht mehr ganz so stark und der eigene, ja, wie man es gerne hätte. Bonsamdi weiß, warum ihr hier seid. Ihr braucht einen Gefallen. Bonsamdi mustert euch schweigend. Ein Test, um zu sehen, ob ihr Bonsamdis Zeit würdig seid. Es gibt Geister, die in ihren Gebeten einen gewissen Gahun besingen und mich nicht mehr verehren. Und ich werde ja wohl nicht zulassen, dass jemand meinen Tempel entweiht. Also geht da raus und besiegt die stärksten uralten Geister für mich. Wenn ihr das macht, dann seid ihr meiner Zeit und Mühe vielleicht wert. Schön. Geht schon, Mann. Bonsamdi wacht über euch. Hat er gerade so einen komischen gemacht? Ich muss dann mal zurück nach Zobal. Muss noch jede Menge Seelen sammeln, bevor ich meine Schuld abbezahlen kann. Ja, du Schuldiger. Macht's gut. Wir sehen uns bald. Erfahren wir eigentlich was über seine Schuld? Ich bin mir gerade echt nicht sicher, Freunde. Wenn, werden wir es in diesem Let's Play rausfinden, weil ich ja nun doch alles etwas genauer lese und unter die Lupe nehme. Aber ich bin mir gerade echt nicht sicher, wie viel wir von ihm noch erfahren, Boys. Ich bin mir echt nicht sicher, wie viel da noch kommt. So, Freunde, was hatten wir denn heute schon? Wir hatten Untote gereinigt, wir hatten Kollegen-Bashing, wir hatten Todesloa, wir hatten Schuld, wir hatten Rituale. Das ist so viel, ne? Und jetzt gibt's mal wieder auf die Fresse. Das ist das Einzige, ne? Ihr habt jetzt schon gesagt, auf die Fresse fehlt, Digga, auf die Fresse. Merkt ihr es nicht? Ja, merke ich. Darum jetzt hier schön reingewirbelt. Einwandfrei. Finde ich ganz interessant, ne? Dass Bonsamdi sagt, dass dieser Untod quasi in dieser Form für ihn Frevel ist. Ekelhaft. Ja, war jetzt nicht seine genaue Wortwahl, aber kann man, glaube ich, so interpretativ jetzt einfach mal wortgemäß ausweiten. Finde ich höchst interessant, ja. Finde ich höchst interessant, weil damit stellt er sich auch nicht auf eine Konkurrenzebene mit Bolvar, Sylvanas und Co., sondern sieht das eher als ekelhaft an, weil er sich lieber mit Seelen und Geistern und so ermächtigt und so weiter. Wobei man dann fragen muss, wo ist da die Grenze dann irgendwo zwischen Geistern, zwischen Licht, ja, zwischen solchen Geistermagiern der Mogu, die ja zum Beispiel auch Richtung Nekromantie gehen können, ja, wo dann auch das Wort Geist und auch Magie mit drinstecken. Also das ist ganz mystisch immer noch. Das ist alles noch so verworren. Erinnert euch an den letzten Stream oder alle Streams, wo wir darüber gesprochen haben. Es gibt oder gab auch ein Lore Q&A mal wieder, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es ein Q&A war, aber so ein Entwickler-Interview halt, ne, wo sie so ein bisschen was vorgestellt haben. Und das ist einfach bitter nötig. Ich glaube, das war schon vor einiger Zeit, bevor ich diesen Part aufgenommen habe oder bevor der released wird, aber das ist einfach nötig. So viel, Alter. So viel in Bewegung, Mann. Und keine Antworten. Ganz, ganz schwierig. Bis dass der Tod uns scheidet. Ich weiß zwar nicht, wer ihr seid, aber ich brauche eure Hilfe. Mein geliebter Vajjabu hat immer gesagt, dass ihm das Priestergelübde egal ist und dass wir für immer zusammen sein würden. Tja, meine Zeit ist nun gekommen und ich hab's gewusst, dass ich ohne ihn weiterziehen kann. Also bin ich hierher zurückgekommen, und hier, um hier für eine Ewigkeit herumzugeistern. Magierin Salazar, wie machst du? Aber Vajjabu ist nie aufgetaucht, so sad. Oder? So sad. Warte, ich will den letzten Teil nochmal lesen, das war ja gerade komplett krank. So, also bin ich hierher zurückgekommen, um hier für eine Ewigkeit herumgeistert. Also bin ich hierher zurückgekommen und hier... Hä, das macht aber gerade gar keinen Sinn, auch im Trolldialekt, oder? Also bin ich hierher zurückgekommen,
und hier für eine Ewigkeit herumgegangen. Ach so, und hier, Herr. Ah, Alter, diese Trollapostrophe, ne? Sie ficken Navi vor meinen Kopf. So, und er ist nie aufgetaucht. Jetzt, oh, so machen wir da den Schuh zu, Freunde. Ich irre jetzt schon viel zu lange auf dieser Welt rum. Bitte, ich flehe euch an, bring mir ein Andenken an Waljabu. Machen wir. Ah, Salazee. Ja. Die weilt schon viel zu lange unter den Lebenden. Naja. Tut, was ihr tun müsst, um ihre Seele zu diesem mehr als geduldigen Gott zu bringen. Ja. Ja, machen wir, Bonsamni. Kein Problem für uns. Ach Mensch, oder diese Geschichten. Da sind die da verabredet und der kommt nicht. Da kommt er nicht. Das ist so sad, Mann, weißt du? Von wegen ihr Liebe für immer und dann im Tod auch noch vereint und dann auch nicht, weißt du? Da ist ja auf einmal heilfroh, dass er die Alte los ist und macht hier mit den Skeletten rum, weißt du, der miese Hund, Freunde. So ja nun gar nicht. Oder wir. Als Birbine. Wir als. Wir als Liebesgöttin Birbine. Wir können das nicht durchgehen lassen. Sowas, Freunde, ist natürlich ein klares No-Go. Ja, da müssen wir uns gar nicht lang und breit groß unterhalten. So, hier haben wir die mächtigen Geister, die ja so ein bisschen mit Garun rumspassen und nicht hier den guten Von Samdi verehren wollen. Und da sagen wir natürlich, als neuester Todesnoah-Fanclub-Anführer, sagen wir natürlich halt Stopp, so ja nun schon mal gar nicht. Und das ist ja ganz schön frech eigentlich, dass wir Instant-Infight sind mit ihr. Meine Seele gehört jetzt Garun, meine Gute. Da habe ich aber noch ein Wörtchen mitzureden, ne? Mit deinem Schattenblitz, Geschisse und Gemache. Freunde, so ja nur gar nicht. Wir könnten ja auch mal echt den einen oder anderen CD reinwerfen, oder? Das macht ja nur die Ente auch nicht. Ich habe ziemlich lange keine Ente mehr gegessen. So ein bisschen schön süß-sauer oder ein bisschen knusprig. Dolle Bock eigentlich. Und das stellen sie alle fest, wenn sie sterben, ne? Dass plötzlich, oha, man sehe und staune, die Einflüsterungen der alten Götter bewahrheiten sich ja gar nicht. Was? Das ist ja, also hallo, wo haben wir denn sowas? Nennt mir mal irgendeinen Film, eine Serie, ein Buch, ein alt, mittelalterliches Theaterstück, wo die Versprechungen, Einflüsterungen von Dämonen nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Also da will ich aber, also da muss man jetzt aber schon jahrelang irgendwie Germanistik studieren bis Mitte 40, um da jetzt irgendwann mal ein so ein Werk kennengelernt zu haben, oder? Das würde mich jetzt aber sehr wundern, wenn da jetzt irgendwas parat ist. Es ist immer dasselbe, Freunde. Es ist wirklich exakt immer dasselbe Spektrum, ja? Und warum? Weil die Kirche es so will. So, oder machen wir einfach mal damit noch ein bisschen Kirchenbashing hier einfach mal in die Runde. Aber früher war auch schön, ne? Bei meiner Oma, habe ich schon mal erzählt, hatte so einen alten Schrebergarten. Und da drumherum, da waren Erbsenfelder, da konnten wir schön Erbsen klauen, ne? Ohne dass man direkt erschossen wurde. Das war toll, Digga, das war noch toll, ne? Da hatten wir Kirschbäume, so alleenmäßig hatten wir Kirschbäume so aneinander, links, rechts, ne, gepflanzt, wie eine Allee halt. Muss ich das groß definieren, ne, oder? Eine Kirschbaumallee läuft. Und da haben wir dann auch immer schön die Kirschen runtergeholt mit einer Leiter und so, ne? Und uns unter dem Baum einen runtergeholt mit einer Leiter und so, oder? Man kennt das ja immer, diese Spielereien. Ach, schön. Das war schon schön. Da waren wir noch draußen, ne? Da haben wir, glaube ich, noch gar nicht WoW gespielt. Das muss man sich mal geben. Da haben wir noch Erbsen geklaut und Kirschen geerntet, ne? So, und jetzt in-game, jetzt hauen wir Geister kaputt und ernten Blutkugeln, Junge. Irgendwo ist es, oder? Wir sind irgendwo falsch abgebogen. Aber irgendwo auch richtig, ja? Irgendwo, ich glaube, Leute, ich würde mein Leben, wie ich es lebe, mehr in Fragen stellen, wenn ich heute mit meinen 23 Jahren draußen wäre, gut, im Dezember vor allem, im Januar, Zeitgefühl lässt grüßen, danke, natürlich auch ein bisschen schwierig, da Kirschen und Erbsen zu ernten, sicherlich, Stück weit, aber ich glaube, ich würde mein Leben eher in Frage stellen, wenn ich jetzt in diesem Moment draußen wäre auf einer Leiter und würde Kirschen ernten. Das wäre für mich echt fragwürdiger. Ja, wenn jetzt ein Kumpel in der WhatsApp-Gruppe schreiben würde, Freunde, kann heute nicht kommen, muss noch Kirschen und Erbsen klauen, müsste ich sagen, ja, und dann brauchst du auch gar nicht mehr kommen, ne? Was ist das denn für eine Geisteskrankheit, die dich da beschleicht? Wisst ihr, wie ich meine? Ah, nee, alles, was glänzt, ist aus Gold, ne? Und vor allem nicht der Weg zur Erbse, liebe Leute. Das müssen wir ein für alle Mal lernen und auch so sagen. Kann ich hier jetzt alles skippen? Ich hoffe, guck mal, wir haben hier nämlich so eklige Auswüchse. Wo bist du? Ah, diese Questreihe, die hat mich in der Beta schon gefickt, ne? Die, also jetzt nicht die Mutter, sondern die Questreihe. Das hat mich in der Beta schon so auseinandergenommen, Freunde. Ah, was machen die? Oder was machen Sachen, Freunde? BFA ist zwar tot und scheiße, ja, und ein riesengroßes Mist-Addon Omega-Lull. Aber so diese Side-Stories und was wir hier jetzt auch mitbekommen haben, allein, dass ich es echt auch so nochmal mit euch in Ruhe gelesen habe und drüber nachgedacht und auch mal an dem einen oder anderen Dialekt scheiterte. Naja, das ist schon toll, auf jeden Fall. Keula, die trostlose Seele, wo ist meine Mutter? Habt ihr sie vielleicht gesehen? Sie ist gleich wieder da, das hat sie gesagt. Und ich war ein gutes Mädchen, hab gewartet und gewartet und gewartet. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Hier ist es so kalt und einsam. Hey, könnt ihr mir helfen, meine Mutter zu finden? Ich werde euch auch keinen Ärger machen, klar. Hi, Lord. Okay. Euer Lord hat was gesagt über eine Abmachung mit Bonsamdi.
Sie ist sicher noch irgendwo in dem Tempel. Ja, und man muss jetzt kein Horden-Main sein. Die Kleine hat recht. Ihre Mutter ist nicht auf der anderen Seite. Von Sandy, ne? Der miese Hund hat einen Deal gemacht. Geht! Findet die abhandene Mutter und bringt sie zusammen. Ja, da hat er Spaß dran, der miese Hund, oder? Der miese Hund der Todesloa. Er ist ein Trickser. Er ist und bleibt ein Trickser, sollte man nicht vergessen. Ja, der Tür, alle werden ihm dienen, natürlich hier. Vor allem, wenn du 0815-Tante, Kriegsfürstin mit dem Stab, weißt du? Das ist doch schon vorbei, da bist du Kriegsfürstin und hast einen Stab oder eine Stangenwaffe. Was ist das denn? Bitch. Was ist das denn? Kriegsfürsten mit Stangenwaffe, Freunde. Wo kommen wir da denn hin? Ich sag's euch. Nirgends. Ja, so. Noch nicht. Das Ende. Doch, genau das ist es. Ja, eure Seelen hängen da gleich mit bei Salazar oben und werden schön als Geister irgendwie gefehlt und gefoltert und gekreuzigt und was weiß ich. Und bei der Kreuzigung, Freunde, wissen wir ja am besten oder dabei ist man wenigsten an der frischen Luft. Ja, das ist natürlich das Gute dabei. Was haben die Römer je für uns getan? Oder? Wir erinnern uns. So, früher, Freunde, damals in der grauen, grauen BFA-Vorzeit war das da oben die wichtigste Random-Truhe, die man looten konnte. Denn da waren schon einige dieser Verstärkungsruhen drin, die man ja immer noch zu exorbitant hohen Preisen im AH verticken kann. Irgendwann haben sie festgestellt, so Power-Trinker ziehen da ganz schön viel Cash raus. Und dann haben sie die einfach da rausgepatcht, Mann. Da haben sie die einfach rausgepatcht, meine Fresse. So sad, so schöne Opfergabe. Yay, Level up durch die miese, genervte Kiste. 116, Boys. Schnellstes Levelprojekt der Welt ist da. Ein weiteres Mal einwandfreie Sache. So, was ist hier mit den Geistern? Ihr könnt hier nicht hochklettern. Guck mal, der Geist, naja, kann nicht springen, das arme Kind. Komm, wir suchen weiter nach deiner Mutter. Und was ich meinte vorhin, Freunde, man muss jetzt, glaube ich, kein sonderlich großer Prophet sein oder Geisterfreund oder sonst was, um zu wissen, dass die Mutter da vielleicht jetzt nicht den besten Deal auch für ihr Kind gemacht hat. Ne, das ist, denke ich, wenig überraschend. Ich meine, das Kind hat so lange gewartet, dass es anscheinend verhungert ist oder im Schlaf erdolcht wurde oder was weiß ich, ne? Es ist ja ein Geist. Genauso wie da hinten, ne? Lang genug oder die Lebenden geweilt. Ja, ist halt schon ein Geist. Ja, also das kann man jetzt drehen und wenden, wie man will. Die Alte ist hin, ja? Die ist einfach hin. So, wir suchen noch die Mutter und wir suchen auch noch den Hauerring. So, da können wir im nächsten Part, Freunde, das große Zusammenführen machen. Ich habe einen Priester hier gefunden. Haben mir ein Kleidchen gegeben. Richtig, ihr. Die Priester da drin stinken nach alten Würmern. Nee. Da ist Mutter bestimmt nicht. Nach alten Würmern. Ich weiß nicht mal, wie neue riechen, Freunde. Bildungslücke wieder bei uns, ne? So, Valjabu, ihr müsst nicht auf die andere Seite gehen. Und da werft euch Gahun, ihr könnt ewig leben. Darum kam er nicht zum Treffen, weil der miese Pisser ihn hier versklavt hat. Oh, der hier die Seelen zu Gahun bringen will und die hier bricht. Mieser Hund, den hauen wir natürlich um, ne? Das ist natürlich, Freunde. Wir als Gahun Anti-Fanclub Nummer 1. Ich habe viele Fanclubs hier am Leiten, ihr merkt das schon, ne? Das können wir so natürlich nicht dulden. Und die haben der Kleinen sogar ein schönes Opferkleid gegeben, ne? Ist das nicht toll? Die Priester von Von Samdi, so ein schönes Kleid haben sie ihr geschenkt. Schön. Möge Von Samdi euch segnen. Jo, wir nehmen deinen Ring mit, deinen Hauerring. Schön, ein primitiver Ring nehmen wir. Gucke hier. So ein schönes Kleidchen, oder? Oh, und so eine schöne Skrillex-Frisur hier mit 8 Jahren. Ah, toll, oder? Einwandfrei. Ein primitiver Ring, der unendlich lange im Grab gelegen hat und deswegen angelaufen ist. Ja, ist ja lieber angelaufen auf angezählt, würden die Wrestler unter uns jetzt sagen, ne? Oder die Boxer oder die Schwimmer. Ist auch relativ blöde Situation, wenn du Schwimmer bist bei den Olympischen Spielen, oder? Und auf einmal kommt so ein Ringrichter mit einer Arschbombe auf dich drauf und zählt dich unter Wasser an. Wäre eine scheiß Situation, glaube ich. So. Es ist dunkel da drin. Geht vor, ich bin gleich hinter euch. Ich meine, es ist ein Geist, das Kind. Na, also, das hat's ja auch nicht gerafft. Davon abgesehen, das ist ja auch gar nicht gerafft, dass es ein Geist ist und dass das hier alles nicht so toll ist. Ich meine, es ist ein Kind, ja, ganz klar. Aber ich glaube, als Geist muss man nicht so viel Angst im Dunkeln haben. Was mache ich hier schon wieder? Also irgendwie, irgendein Patch oder irgendein Hotfix hat hier, glaube ich, so viel wieder zerfickt. Viele von euch haben auch geschrieben, Digga, ich habe genauso viele Bugs. Mutter, wo bist du? Oi, was wird's nur hier an die Mitte schrecken hier, Junge? Die haben keinen Bock, dass wir mit der Mutter reden, ne? Die haben keinen Bock, dass wir hier den Deal stören, obwohl ihr Boss gesagt hat, doch, doch, mach mal, ist lustig. Oder da kacke ich auf die beiden Seelen. Da sind mir die beiden Seelen, die sind mir egal, ne? Aber mach mal, komm, ich will euch noch was zu lachen haben. So, hier ist ein schöner Sarg. Hallöchen. Wer wagt es, meine Ruhe zu stören und sie lebt halt noch? Hab dich gefunden, Mutter. Lull, Shazula. Was ist das? Nein, wir können jetzt wagen, dieses Ding hierher zu bringen. Ja, so ist nett, über sein Kind so zu reden. Verfluchtes Kind von Samdi hat mir im Austausch gegen deine Seele ewiges Leben versprochen. Du machst alles kaputt, ja, vor allem aber auch was für ein ewiges Leben, ne? Wenn ich ja wieder in meiner Animation hänge, liebe Leute. Das ewige Leben, ja, hier ist ja ein ewiges Leben, aber du musst für immer in diesem Sarg hocken und mir dienen, ne? So, was ist das für ein Deal, Alter? Was ist das für ein Deal? Gibt ja so, ja, du kannst jetzt ewig leben, aber du darfst nichts essen, nichts trinken.
keinen Sex haben, nicht zocken, Digga, darfst keine Haustiere haben und musst allgemein auch obdachlos sein. Ich meine, kannst du dein Glück machen, aber... Jetzt sind Mutter und ich zusammen. Für immer. Ja. Ja, Mutter hat einen Fehler gemacht. Aber ich vergeb ihr. Jetzt können wir den Rest der Ewigkeit zusammen auf der anderen Seite verbringen. Juhu, so toll, ne? Und die Mutter hat Ultra Bock. Nein. Mutter und ich sehen euch mal wieder. Ja, hoffe ich auch. Euch viel Spaß, ne? Euch schönen Mädelsabend heute, Digga. Schönen Untoter Grey's Anatomy Abend. Das ist das, was wir sehen wollen. Sehr, sehr schöne Story. Ja, und da sagen jetzt einige vielleicht, ja, ist ja nicht so schlimm, aber ich und ich glaube auch unsere ganze Generation übergreifend so, wir sind ja hier für eine gute Zeit und nicht für eine lange Zeit, oder? Ich muss zum Beispiel nicht irgendwie 95 werden und mich vollkacken, so. Weiß ich nicht, der Need ist nicht da bei mir, ja? Keine Ahnung. So, liebe Leute, dieses große Abgeben-Spektakel mit einer Menge Prozente gucken wir uns dann im nächsten Part an. Bis dahin verabschiede ich mich. Haut rein. Tschüss.